Hast du das schon mal in deiner Wohnung angezündet? Dafür gibt es mehrere wirklich sehr gute Gründe, die ich dir in diesem Video zeigen werde. Außerdem zeige ich dir, wie genau du vorgehen musst. Denn dabei handelt es sich um Rosmarin. Das Räuchern mit Rosmarin hat eine jahrhundertalte Tradition und das aus einem wirklich sehr guten Grund. So musst du dafür vorgehen. Schnapp dir etwas Rosmarin. Im besten Fall ist dieser schon ein wenig getrocknet, damit er eben leichter zu entzünden ist. Schnapp dir dazu außerdem eine feuerfeste Schale, wo du das Ganze hereinlegen kannst. Halte den Rosmarinstauch jetzt am unteren Ende fest und beginne am oberen Ende damit, ihn zu entzünden. Als er eine größere Flamme entwickelt, puste ihn einfach aus. Er wird dann ein wenig abglimmen und dabei entsteht Rauch, wie du hier sehen kannst. Und genau dieser Rauch ist es, der so enorm positiv für uns sein kann. Gehe damit jetzt etwas durch die Wohnung und verteile den Rauch ein wenig. Natürlich solltest du nicht die gesamte Wohnung zuräuchern, sondern immer nur ein wenig. Das Ganze bringt dir enorme Vorteile, wie ich dir jetzt genauer erzählen werde. Denn Rosmarin verhilft zu guter Konzentration und kann außerdem die Gedanken klären. Auch bei Erschöpfung oder Niedergeschlagenheit bringt er gestressten und überarbeiteten Menschen neuen Schwung. Rosmarin unterstützt außerdem Veränderung und fördert die Tatkraft. Falls es genau das ist, was du brauchst, solltest du es mal mit Rosmarinräuchern versuchen. Du kannst es immer wieder verwenden, wenn du es gerade benötigst. Außerdem sorgt es natürlich für einen angenehmen Rosmarinduft in deiner gesamten Wohnung. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, warum du unbedingt Korken in deinen Kühlschrank legen solltest, dann schau dir auch das Video an, welches du jetzt auf dem Bildschirm siehst. Klicke direkt drauf.